Mehr Stahl als der Pariser Eiffelturm. Das neue Schiffshebewerk Niederfino in Brandenburg ist eine gigantische technische Meisterleistung, die allerdings noch an ein paar Kinderkrankheiten leidet. Beim Bau krankte es bereits an der Kostendisziplin und so wurden offenbar 100 Millionen mehr ausgegeben, als laut Bundesrechnungshof eigentlich nötig gewesen wären. Liebhaber von Ingenieurskunst dürften aber dennoch ins Schwärmen geraten. Katrin Andersson durfte einen Tag beim Schiffsheben mit dabei sein. Niederfino an der brandenburgischen Schorfheide hat 609 Einwohner und zwei gigantische Schiffshebewerke. Das eine war seinerzeit das größte in ganz Europa. Das andere ist nicht nur das modernste, sondern auch das größte im heutigen Deutschland. Das ist der Arbeitsplatz von Thoralf Schwenke. Er allein bedient den 115 Meter hohen, 520 Millionen Euro teuren Schiffsfahrstuhl und hebt damit die bis zu 2300 Tonnen schweren Schiffe um ganze 36 Meter in luftige Höhen. Für viele eine Touristenattraktion, für Thoralf Schwenke ein ganz normaler Arbeitstag. Spätschicht. Jetzt sagen ja viele, so wie du arbeitest, machen wir gerne Urlaub. Aber sie sehen nicht alles, was wir machen, ne? Sein Arbeitsplatz ist beeindruckend. Thoralf schwebt in 50 Metern Höhe. In seinem Leitstand laufen 7000 Signale zusammen. Dazu kommen Dutzende Kameras. So überwacht er permanent die Umgebung, bevor er den vollautomatischen Hebevorgang startet. Mal ist dann mal eine kleine Störung. Und wenn eine Störung da ist, dann schalten wir auf Hand um, weil sonst kann man den Vorgang nicht beenden. Dann muss ja noch ein paar Sachen justiert werden, eingestellt werden, muss ich erstmal alles finden. Und das ist auch wichtig, denn das schöne neue Hebewerk ist mittlerweile für seine Fehleranfälligkeit berühmt. Eigentlich wurde das komplexe und mit Elektronik vollgestopfte Bauwerk vor Inbetriebnahme ja auf Herz und Nieren getestet, aber das war im Sommer. Seitdem haben Hitze und Temperaturschwankungen einiges gemacht mit dem nagelneuen Millionenbau. Es verformt sich. Durch die Verformung entstehen dann halt letztendlich bis in den Maschinenbau rein tun sich Veränderungen auf und darauf muss man reagieren. Und das tun sie hier nun Tag für Tag. Wir lernen jeden Tag dazu und das ist, wird noch eine Weile so sein und das ist aber kein Problem. Bei hochkomplexen Anlagen ist es halt so. Die meisten Pannen bekommen die Kapitäne der Schiffe glücklicherweise nicht mit. Das Umschalten in den Handbetrieb dauert nur 20 bis 30 Sekunden. Bei den 16 Minuten, die ein Schleusenvorgang insgesamt dauert, fällt das kaum ins Gewicht. Na komm, kurze Meldung, eine Automatikstörung. Na, die kommt und geht, die ist dann wieder von selbst. Aber nicht immer geht alles schnell noch per Hand. Bei schweren Zwischenfällen, zum Beispiel einem Feuer im Steuerstand, greift eine Sicherheitsautomatik ein. Der Trog wird nach oben oder unten gefahren. Die Automatik erkennt, was schneller geht. Kurz nach Schichtbeginn. Der erste Kunde ist da. Die Schiffe geben ihren Typ, ihre Ladung und ihre Länge durch. Mehr als 110 Meter passen nicht in den Riesenfahrstuhl. Ist alles in Ordnung und die Anlage bereit, gibt Thoralf grünes Licht. Zuerst muss der Trog mit dem Schifffahrtskanal verbunden werden. Nun werden die gewaltigen Tore geöffnet. Damit nicht aus Versehen schon in dieser Phase ein Schiff einfährt und die Tore beschädigt, gibt es diese Sicherungsseile. Gebraucht wurden sie bislang aber zum Glück noch nie. Mit 4 Stundenkilometern schleicht der Koloss in die Anlage, unter ständiger Beobachtung von Thoralf Schwenke. Zur Sicherheit wird der Kahn am Trog festgemacht und schon geht's los. Komplett verlassen will er sich auf die Technik nicht. Thoralf schaut persönlich nach dem Rechten. Ein besonderes Augenmerk gilt der Toranlage. Wir sind jetzt hier, wo die beiden Tore sind. Hier ist dann praktisch der Spalt nachher.
Vorhin haben wir von oben was schwimmen sehen, was nicht so identifizieren war. Wenn das jetzt dazwischen liegt, kann das die Komplikation nicht mehr im Tore schließen. Wir müssen immer wieder sehen, dass der Spalt sauber ist, dass der Wasserstand stimmt. Ansonsten ist der Trog auch nicht fahrbereit. Der kleine Ausflug gibt Thoralf auch die Gelegenheit, mal wieder persönlich mit den Bootsleuten und Kapitänen zu schnacken, so wie damals, als er noch am alten Hebewerk gearbeitet hat. Prima hatte man auch mehr den Kontakt zu den Leuten, zu den Sportbootfahrern, zu der Berufsschifffahrt. Viele hat man auch ein paar Monate immer wieder mal gesehen, ach hallo, da bist du ja wieder. Das ist schon anders, es fehlt schon ein bisschen, ja. Schau noch mal nach unten im Maschinenhaus, zu der Klinke, weil die Ene wollte nicht immer so richtig fahren. Einfach noch mal hingehen und schauen. Nach kurzem Smalltalk geht's weiter in einen der vier Maschinenräume. Der Schiffsfahrstuhl wird übrigens nicht gehoben, er klettert. Das ist hier eine von den Hauptmaschinen. Wie gesagt, die Antriebsmaschine, eine dort, eine hier. Große Kardanwelle. Dann haben wir hier den Drehriegel, die sogenannte Sicherheitseinrichtung. Das ist dafür da, dass der Trog weder nach oben noch nach unten abstürzen kann. Aber auch hier gibt es Fehlerpotenzial. Wir hatten einige Klinken, die eine wollte nicht so richtig fahren, aber ich gehe jetzt noch mal hin und schaue es vor Ort an. Aber es sieht gut aus. Also weiter im Takt. Jeder der insgesamt 8 Motoren hat 218 PS. Zusammengenommen ist das die Leistung von 2 Formel-1-Wagen. Klingt mächtig, ist aber nicht gerade viel bei dieser Masse. Physik macht's möglich. Das ist das Prinzip der Wasserverdrängung. Da, wo ein Körper ist, kann kein zweiter sein. Und somit bleibt das Gewicht immer das gleiche. So viele Tonnen, sagen wir mal, zum Beispiel 400 Tonnen fahren hier rein, so viel Wasser ist auch draußen. Und somit haben wir immer wieder das gleiche Gewicht. Gleichgewichtsprinzip, sonst würde es nicht funktionieren. Der Schiffsfahrstuhl ist also immer gleich schwer, egal ob mit oder ohne Schiff. Und so geht es in Deutschlands größter Schleuse immer wieder auf und ab. 11 Schiffen ermöglicht Thoralf in dieser Schicht eine sichere Weiterfahrt. Trotz der Kinderkrankheiten, Thoralf Schwenke ist stolz auf seinen hochmodernen Arbeitsplatz. Von der Baugrube an bis zum jetzt fertigen Objekt. Schon sehr schön dabei zu sein. Und da ist es schon eine Ehre, auch hier arbeiten zu dürfen. Aber eben auch eine Herausforderung. Learning by doing. Bis hier in der Schaltzentrale der gigantischen Anlage tatsächlich alles auf grün steht, wird Thoralf noch die ein oder andere Fehlermeldung schnell bemerken und beheben müssen.